Okay. Also, viele Menschen sind ja in Notfallsituationen ein bisschen überfordert und wissen dann nicht genau, was sie machen sollen. Deswegen haben wir uns mal drei Szenarien rausgesucht und würden gerne deine Meinung dazu hören. Szenario 1. Ich bin alleine mit meiner Oma zu Hause. Sie sitzt ja im Sessel und strickt und plötzlich klagt sie über starke Schmerzen im Oberbauch. Sie schwitzt und sie hat Atemnot. Wie verhalte ich mich in so einer Situation? Das Wichtigste ist erstmal Ruhe bewahren. Dann den Notruf absetzen, Notruf über die Nummer 112 anrufen und dort zunächst die Frage beantworten, wo man sich aktuell befindet. Das ist die wichtigste Frage am Notruf und danach noch die Symptome zu schildern, die die Oma hat. Jetzt kümmere ich mich als Ersthelfer um die Patientin. Bei dem Symptom ist es wichtig, den Oberkörper hochzulagern und die Patienten zu beruhigen, enge Klamotten zu öffnen, beispielsweise wenn man jetzt so einen Schal anhat oder hier den obersten Knopf zu hat, das Ganze zu öffnen, Fenster zu öffnen und den Patienten einfach subjektiv das Gefühl zu geben, besser Luft zu bekommen. Wenn der Patient nicht bei Bewusstsein bleibt, dann muss man die Atmung kontrollieren. Stellt man fest, er atmet nicht, Herz-Lungen-Wiederbelebung, stellt man fest, er ist bewusstlos und atmet, kommt der Patient in die stabile Seitenlage. Machen wir weiter mit Szenario 2. Also mein Vater sitzt in seinem Sessel und guckt Fußball und plötzlich fängt er an, sich die Augen zu reiben. Ich frage ihn, was er hat, aber er antwortet nicht. Und ich sehe, dass sein Mundwinkel quasi ein bisschen nach unten gezogen ist. Wie verhalte ich mich in der Situation? Auch in der Situation ist es wieder wichtig, ruhig zu bleiben, nicht irgendwie hektisch zu agieren, sondern sich das Telefon zu schnappen und möglichst schnell einen Notruf anzurufen. Diese Symptome deuten eindeutig auf einen Schlaganfall hin und bei einem Schlaganfall zählt wie vorher auch beim Herzinfarkt jede Minute. Und dann lagert man ihn einmal mit Oberkörper erhöht, solange er bei Bewusstsein ist, beruhigt ihn und wenn der Patient auch dort bewusstlos wird, checkt man wieder die Atmung, Atmung vorhanden, stabile Seitenlage, Atmung nicht vorhanden, Herz-Lungen-Wiederbelebung. Dann kommen wir jetzt zum letzten Szenario. Und ich sitze mit meiner Freundin am Strand. Es ist super warm. Wir sitzen auch echt schon lange, sag ich mal, da. Und plötzlich klagt sie über starke Kopfschmerzen und sie hat auch einen prallroten Kopf. Wie reagiere ich in der Situation? Auch dort, wie immer, zunächst beruhigend reagieren und dann den Notruf anzurufen, Notruf absetzen und den Patienten in den Schatten bringen. Dort dann kühle Getränke zu trinken geben und so lange warten, bis der Rettungsdienst eintrifft. Okay. Alles klar.